So, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Minecraft Snow Village 5 und heute geht die Sonne unter, auch wahrscheinlich, weil ich es verpasst habe, den Adventskalender noch vor 24 Uhr zu öffnen. Da kann es ja nur Nacht werden, so ungefähr, aber naja, im Endeffekt ist es auch nicht allzu schlimm, wenn man betrachtet, dass ich auch die ganze Woche davor bereits nicht dazu gekommen bin, mal wieder hier zu joinen und irgendwelche Geschenke abzuholen. Außerdem bringt es eh viel mehr, was mir auch aufgefallen ist, wenn man einfach schlafen geht und dann das einsammelt. Das kann man auch gleich mal machen. Denn wie man hier sieht, kriegt man da eh immer nur irgendwelche Kohle raus, also oftmals. Und naja, im Endeffekt lohnt es sich echt weniger. Mal gucken, was jetzt kommt. Teilweise sind da auch mehrere Geschenke gleichzeitig. Deswegen lohnt es sich immer, durchaus einen großen Radius abzusuchen. Hier ist gerade wahrscheinlich noch nichts, dann müssen wir ein bisschen weiter schauen. Ich weiß auch, by the way, gar nicht, ob noch in der Stadt irgendwas passiert ist. Ach, Leute, bis hier vorne geht das, Alter. Ist echt krass, der Abstand im Endeffekt. Aber na gut, jetzt auch wieder nur Bone Meal. Quatsch, wie heißt es hier? Gunpowder. Ich würde sagen, der Netherrack ist dann an der Stelle nicht mehr so wichtig. Der kann wenigstens weichen. Dann gucken wir mal noch das an. Leder. Ach so, ich kann ja das hier stacken, aber gut, auch nicht alles. Na, dann platzieren wir mal den Rest irgendwo in der Gegend. Jedenfalls ist schon ganz interessant, dass es tatsächlich zwei Geschenke jedes Mal zu geben scheint. Ich dachte vorher echt, dass es immer nur eins ist. Och nee, Mann. Ich sehe schon, ich muss jetzt hier wieder alles umkrempeln, damit ich einigermaßen Ordnung schaffe. Alter, hey, ich habe hier schon wieder so einen doppelten Stack, den ich im Inventar super gut aufeinander packen kann und Platz sparen damit. Aber warum auch immer ich das erst so spät sehe. Ich glaube auch, die ganze Holzkohle, die hier drin liegt, habe ich mir nur aus Geschenken zusammengesammelt. Das ist auch schon wieder ein bisschen blöd, aber egal. Wo ist denn hier das Leder nochmal gewesen? Ach, da. Na gut, da kann ich ja mal die allzu wertvollen zwei Netherrack doch noch holen hier unten. Und vor allem den Zaun, den hätte ich auch nicht darum liegen lassen wollen, natürlich. Aber ich muss mir jetzt erstmal überlegen, was wir in dieser Folge machen. Das ist nämlich erneut nicht so leicht. Och Leute, das ist ja noch eins, hä? Wie viele spawnen denn da noch? Da drüben ist das nächste. Die waren vorhin safe noch nicht. Da war ich ja hier oben bereits. Und hätte das 100% gesehen. Alter, lol, wie viel Zuckerrohr. Okay, 10. Ja, es sah viel mehr aus, als es gedroppt ist. Da hat man ja das Gefühl, dass die hier noch im Nachhinein spawnen. Da vorne ist auch noch eins. Was denn hier? Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Vielleicht bin ich neulich hier nicht achtsam genug gewesen oder so. Keine Ahnung. Ich kann aber auch noch mal rüber gucken. Vielleicht ist das bei anderen ähnlich. Dass die wahrscheinlich auch denken, ach naja, da haben wir ein, zwei Geschenke und dann stehen noch drei irgendwo anders versteckt. Ich meine, das ist durchaus möglich. Vor allem, die sind ja teilweise auch hier drüben noch am Spawn, wenn da vorne das Bett ist gefühlt, oder? Na, hier auf jeden Fall in dem Bereich. Aber ich glaube, was die Stadt angeht, ist nicht mehr allzu viel los. Ich habe zumindest schon eine ganze Zeit keine Veränderung mehr festgestellt in der Gegend. Deswegen müssen wir da eigentlich jetzt auch nicht allzu lange rumgucken. Aber ich kann mal das Portal anzünden und schauen, wo ich rauskomme. Ich hoffe, dass ich damit nicht einen Nether zerstöre. Aber wir können ja mal auf die Chunks achten, beziehungsweise Koordinaten. Jetzt sind wir hier bei 500, so relativ genau. Und das sollte auch einigermaßen hinhauen, wenn ich mir diese anschaue. Ja doch, und das ist aber wahrscheinlich sogar das erste Portal in Nether, oder? Ich meine, war hier schon mal jemand? Ich kenne das noch nicht richtig. Hä, lol, habt ihr es gehört? Es hat sich gerade so angehört, als wäre jemand im Voice-Chat hier und hat geredet, also nach mir gerufen. Aber ich glaube, das sind nur die Sounds. Das hat mich halt gerade übelst erschreckt, also ich komme immer noch nicht drauf klar. Nur ich bin wahrscheinlich einfach zu müde, daran wird es liegen. Es ist nämlich mal wieder Freitag und diese Woche habe ich mir allerdings im Gegensatz zu sonst gedacht, dass ich doch nochmal einen Versuch wage, denn letzte Woche hatte ich mir dann zum Beispiel gesagt, nee komm, lass es bleiben, dann musst du dich jetzt nicht mehr rumquälen, sondern wartest lieber, aber so bin ich dann nur dazu gekommen, eine einzige Folge, glaube ich, aufzunehmen, oder wie war denn das? Habe ich noch eine zweite gemacht? Nee, ich glaube nicht, gell? Samstag war eine und Sonntag habe ich gestreamt und danach nichts mehr. Übrigens, ich kann davon mal die Fortschritte zeigen. Und zwar sind wir eigentlich ganz gut vorangekommen. Ich sollte, by the way, das Feuerzeug währenddessen weglegen am besten. Was die Treppe angeht. Von außen sieht das eigentlich schon mal ganz ordentlich aus, würde ich sagen. Ich glaube, das hatten wir aber neulich schon so gesehen. Nur jetzt habe ich von innen das auch
konsequent weitergeführt, also wenigstens, dass man es ordentlich erkennen kann vom Stil her und hier sieht man eben, was los ist. Sicherlich hier ist noch alles komisch. Es kann jedoch jetzt noch nicht perfekt sein, würde ich auch mal sagen, und deswegen auch tauscht man das einfach mal spontan aus, ohne Schaufel auch, wenn der hier wieder nicht drauf wechselt. Man merkt, dass meine Maus erneut mehr Probleme macht in letzter Zeit und das hier kann eigentlich eben so weg. Damit wir auch endlich mal wieder die Folgen nutzen. Es wird echt Zeit. Wir sind ja jetzt auch schon in der 10. mittlerweile, gell? Und ich wollte 16 machen. Das hatte ich ja letzte Folge bereits so ein bisschen angekündigt. Und da war ich mir ebenfalls unsicher, ob ich das überhaupt schaffe, so von der Zeit her. Aber wenn jetzt beispielsweise bald ein End-Event ist, kann ich ja dann doch mal wieder versuchen, ein paar mehr Folgen am Stück aufzunehmen. Und dann auch noch mit jemand anderem etwas mehr vielleicht hinzukriegen. Also Street hatte ich überlegt, ob er mal wieder eine Gastfolge hier macht, da weiß ich aber nicht, ob er zu bereit ist. Müssen wir also echt noch abwarten, das wird sich kurz vorher erst entscheiden können und bis ich da mehr weiß, kann ich eigentlich erstmal gar nicht davon ausgehen und muss ersatzweise für eigene Folgen sorgen, aber das ist jetzt halt auch wieder schwierig, gell? Entweder ich greife eben jetzt schon vor und mache alles gefühlt fertig und hinterher stellt sich raus, ach scheiße, jetzt hättest du mit dem noch aufnehmen können und das noch starten. Und dann käme ich auf viel zu viele Folgen, wenn ich das alles noch mache. Aber es kann natürlich auch andersrum kommen, dass ich jetzt auf zu wenig komme, wenn ich gerade nicht so wirklich loslege und dann auch keine Situationen sich ergeben. Deswegen ist das immer so ein zweischneidiges Schwert und mir gar nicht so recht. Denn ich habe da immer lieber so unbegrenzte Projekte definitiv. Wie man ja auch an den 30-Tage-Projekten merkt. Die sind ja eigentlich begrenzt, nur da überziehe ich ja jedes Mal mittlerweile. Damit ich nicht so viel Stress habe, auf meine normale oder angestrebte Folgenzeit zu kommen. Und ich glaube übrigens, hier das Haus hat noch ein kleines Update erfahren, oder? Das war doch neulich noch nicht so in der Form, vor allem hier hinten. Das ist eigentlich auch ganz cool gemacht mit diesem Muster. Gerade auch hier vorne, also ja, die Fassade ist schon nicht schlecht. Da kann Falk definitiv was, da hat was drauf. Da könnte ich mir wahrscheinlich doch noch mal eine Scheibe abschneiden, wenn ich mir das so angucke. Alter, ey, das sieht ja schon wieder absolut komisch aus. Ich mache hier wahrscheinlich auch alles in dem Design wie dort drüben lieber. Denn so ist es schon mal gar nicht gut. Aber ich will jetzt auch ungern dazu übergehen, dass ich hier zum Beispiel eine Wand reinziehe auf dem Level und nicht da drüben. Denn so ist eigentlich schon mehr Tiefe auf jeden Fall vorhanden und damit auch ein interessanteres Bild insgesamt. Das können wir hier gut gebrauchen. Okay, und das nächste Projekt wird eindeutig, dass wir hier ein Dach drauf ziehen. Das ist ja wohl das Dringendste. Und da drüben hatte ich ja auch schon angefangen, stimmt. So in diesem Design sollte das ablaufen. Jetzt kommt natürlich wieder ein Schneemann und schießt mich ab, aber man sieht's trotzdem, worauf ich hinaus wollte. Ich werde also hier mit Cobblestone arbeiten wahrscheinlich. Alles andere wäre grob fahrlässig oder so, denn da unten haben wir ja bereits diese Stonebricks, die will ich nicht unbedingt hier dominieren lassen. Und was Holz angeht, haben wir auch nicht eine allzu große Auswahl. Sicherlich jetzt mittlerweile Dark Oak ist relativ gut vorhanden, kann ich auch weiterhin nutzen für verschiedene Sachen, aber will ich jetzt eigentlich ungern zum Dach nehmen, obwohl es an einigen Stellen vielleicht ganz gut passen würde. Muss ich mal gucken. Hier vorne hatte ich aber eh schon öfter gesagt, dass die Etage nochmal ordentlich und vollständig draufkommt, ohne direkte Dachschräge oder so. Also die wird dann hier hinten vorherrschen, wie es aussieht. Und ja, ich gucke jetzt nochmal, dass ich ihn hier kille oder so und dann bitteschön noch was schaffe. Und zwar am besten mehr als ein Thumbnail zu machen, aber das passt gerade ganz gut, vor allem von hier. Also mir gefällt der Winkel, da haben wir halt gleich die äußere Entwicklung parallel mit der inneren. Auch wenn man hier vielleicht nicht vollumfänglich von Entwicklung reden kann und na toll, da fliege ich wieder vom Server oder doch nicht, okay. Jedenfalls bin ich am überlegen, wie ich das mit dem Gras hier mache. Wenn das einmal ja reingewachsen ist, will man das gar nicht auslöschen, denn man könnte es ja immer wieder gebrauchen, theoretisch. Aber gut, ich weiß nicht, ob ich nochmal in die Stadt gehen soll oder mir irgendwas angucken generell. Ich denke, es wäre jetzt wahrscheinlich schon interessant, deswegen mache ich es kurz, aber allzu viel vermute ich mal wieder nicht. Ich hatte es ja vorhin schon in Bezug auf den Stadtmittelpunkt erwähnt und hier sieht es jetzt auch nicht so aus, als würde Lukas noch allzu viel spielen, aber
aber er hat ja eigentlich einiges geschafft. Also dafür, was andere auch im Vergleich hingekriegt haben, ist es mindestens schon ganz gut, wenn nicht sogar deutlich besser. Und Alter, hier die Chicken Farm funktioniert viel besser als meine in Infinity, ey. Da weiß ich jetzt nur nicht, wie sehr sich es auswirkt, dass der Server durchgehend läuft und die Hühner somit mehr Eier legen oder produktiver sind, was solche Farmen angeht, ne? Ihr wisst Bescheid. Da müsste man mal dringend genauer hingucken, denn ich versuche echt mit Nachdruck herauszufinden, woran es liegt, aber ja. Hier haben wir ja auch noch ein Portal, ist mir aufgefallen. Das hätte ich eigentlich bereisen können vorhin, aber ist, glaube ich, relativ egal. Wir haben hier noch einen Villager rumliegen, einfach mal so. Ich weiß nicht, ob wir den schon gesehen hatten. Ich glaube, den hatte ich nur noch nicht großartig beachtet in den Folgen, aber da war er schon. Und weil ich bereits ein Thumbnail habe, würde ich gerade mal auf die Kulisse verzichten. Die können wir aber in einer der nächsten Folgen wieder nutzen, wenn ich das nicht neulich hatte mit dem Dach. Da hatte ich doch mal, glaube, als Lukas gerade vor den Kisten stand, einen Screenshot gemacht. Aber gut, bevor ich ja gleich noch einschlafe, denn das passiert mir fast nebenbei, auch wenn es von meinem Sprachstil vielleicht noch nicht ganz so schlimm wirkt, ist meine Reaktionsfähigkeit gerade trotzdem sehr, ja, verzögert zumindest, und irgendwie kann ich die Augen kaum noch aufhalten. Deswegen danke fürs Zusehen an der Stelle, bis zum nächsten Mal, lasst ein Like und ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, und dann war's das. Ciao.